Camilla, was ist denn jetzt kleiner? Ich glaube, Paul stofft heimlich und das finde ich nicht gut. Das ist doch mal ein schöner Clickbait-Titel. Das gucken wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir sind mal wieder im Gym und trainieren natürlich nichts anderes als Beine. Und ich darf natürlich wieder meinen süßen Freund quälen. Das ist das Beste am Leg Day eigentlich. Das ist das Beste unserer Beziehung, oder? Eigentlich schon, ja. Darf der Energy Drink natürlich nicht. Ihr wollt, dass ich meinen aktuellen Stack leake? Da müssen wir heute die 650 Zuschauer knacken. Dann mache ich's, versprochen. Dann mache ich's wirklich. So, 100 Zuschauer fehlen, Freunde, kommt. Heute bin ich wirklich komplett matching. Also alles weiß oder lila, schau. Hose ist auch lila, es sieht aus wie eine halbe Milka-Kuh. Aber dazu passt es perfekt zum Shaker. Ich lüge nicht. Kann ja auch sein, dass der Stack gar nichts beinhaltet. Und sogar mein Handy-Hintergrund passt circa. Die macht doch nicht ihren Handy-Hintergrund zum Outfit, oder? Ist das nicht richtig, richtig cool, Paul? Das ist schon faszinierend, ja? Ja, finde ich auch. Also nächstes Mal machst du vielleicht auch ein bisschen was. Ich denke dran, das nächste Mal vielleicht. Ja, jetzt macht er es nicht. Was soll ich so? Ja, genau so trinkt er. Ich trinke auch immer so wie so ein Vollidiot. Das ist da, denke ich mir, du kannst es eigentlich behalten, Paul. Ich brauche nicht so viel Koffein, danke. Oder auch, wenn er aus einer Flasche trinkt, der tut so, als ob der alles in den Mund nehmen muss. Zeig mal, was du so gelernt hast im Mobility-Üben. Mach mal das, was wir beim Kickboxen immer machen. Hui, hui, hui. Kurbel mehr raus. So lernt man wahrscheinlich Twerk, oder? Weiß ich nicht, ob das so viel damit zu tun hat. Okay. Ich dachte es. So. Oh, schon wieder. Schon wieder steigt sie mir hier drauf. Ja, weil du dagegen halten musst. Ja, das weiß ich ja nicht. Dann mach mal Beinstrecke. Nein, wir ändern nicht die Reihenfolge. Ist doch geil. Ich denke mir immer, Camilla sieht im Training so gut aus und ich bin immer. Ich trage jeden Tag das Gleiche. Ich habe entweder für ein Leg immer ein graues Tanktop oder ein anderes Tanktop an oder einfach eine kurze Hose. Drauf kommst du leicht. Ja, schau. Bin da. Das sollte nicht mein erster richtiger Satz sein. Jetzt schon. Komm mal. Geht noch gut. Du machst Paul gerade glücklich, komm. Das ist das Wichtigste. Jawohl, gleich schön. Ja. Einer geht noch. Oh mein Gott, es war ein guter Aufwärmsatz auf jeden Fall. Du bist nicht mein Trainer. Weil es war ein Aufwärmsatz eigentlich. Jetzt hast du schon einen Satz hinter dir, ist doch gut. Ich schwöre es euch, ich guck und ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Zu den ersten 2 Minuten dieses Videos. Ich weiß es nicht. William, kennst du Winstrol-Tabs und was hältst du davon? Nein, Bruder, kenne ich nicht, aber ich weiß, wie ich dich hier einmal in Timeout versetze. Und das mache ich jetzt auch, weil wir distanzieren uns auf diesem Kanal von jeglichen Medikamentenmissbrauch. Ja? Und da du das erste Mal hier gechattet hast, wusstest du es nicht, aber jetzt nach diesem Timeout weißt du es mit Sicherheit. So, aber du machst noch weiter Aufwärmsätze. Ja, du brauchst noch viel mehr Gewicht und das kriegst du auch heute. Ja, ich weiß. Ich kann sehen, wer wie oft Nachrichten in den Chat geschickt hat, ja. Bei 999 steht nur noch ein Plus dahinter. Rein auf. Komm, drück. Schaffst du. Komm, mach. Nein. Au, ich schwör auf alles. Mach mal den richtigen Satz. Du schreist einfach von Anfang an. Das macht sich anstrengender. Es war anstrengend. 21er mehr, nächster Satz ist fertig. Das war eine Rap von Muskelversagen sagen. Nein. Doch. Hi. Dein Gesicht ist von Anfang an gleich. Hey? Nur weil du immer Klingel, du hast 928 Nachrichten. Du tust, als ob es anstrengend wäre, damit du nicht mehr weitermachen musst. Heißt nicht, dass ich dir das glaube. Onkel, du hast über 1000, 999 plus. So, recht jetzt hier. Was juckt euch die Nachrichten hier ab, Mensch? Kuzim Lucifer, danke dir fürs Prime-Abo. Oh.
die ganze Zeit wissen, was kleiner geworden ist. Wahrscheinlich die Eier von Paul, ne? Ah. Ich hoffe, die gehen gleich mal auf das Thema ein bisschen näher ein. Ich muss morgen 4 bis 5 Kilometer laufen. Alter. Aber er verfolgt damit, glaube ich, irgendeinen Plan. Ist das in die richtige Richtung? Ich glaube, wenn das der Inhaber sieht, schmeißt er die beiden komplett raus aus dem Gym, wenn er da die Geräte zerstört mit einer, kurz, mit einer Scheibe hier. Ich überlege. Dachte mein Schüler auch. Ich überlege mal die. Nee. Jetzt haben wir's. Ich habe auch so das Gefühl, dass das Training jetzt hier 2,5 Stunden dauert. Ja, ich auch. Wir sind schon eine Stunde da. Und bei der zweiten Übung, das kann ich heute Nacht nicht laufen. Und Paul kann morgen nicht laufen. Digga, die Camilla wird morgen so eine Muskelkater haben. Das ist seine Freundin, Dachkalle. Ja, das ist korrekt. Wenn du die ganze Nacht wach bist. Und ja, sie macht keine Fortschritte, sie sieht immer gleich aus. Manchmal ändert sich die Haarfarbe oder die Dicke ihrer Lippen. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Wie wenn man aber körpermäßig sieht's irgendwie seit einem Jahr gleich aus. Feiern ist, da hat man gefühlt keine Regeneration. Was ja auch kein Problem ist, wenn man keine Ansagen machen würde, ne? Wenn man Ansagen macht, ich mache eine Off-Season, ich mache einen Wettkampf, dann ist das immer ein bisschen blöd. Ja, wenn sie keine Ansagen macht, dann kann die auch die ganze Zeit gleich aussehen, ist ja gar kein Problem. Das habe ich mir schon gedacht, ich habe heute Nacht 12-Stunden-Dienst, also das wird witzig. Also nicht im Krankenhaus, sondern im Rettungswagen. Also falls ihr alle in Wien wohnt, habt ihr vielleicht Glück gehabt an dem Abend. Das Beste ist immer, wenn ich sage, ich glaube, ich habe heute Nacht... Mit welchem Pro würdest du am liebsten trainieren? Mit Fit Phil Pro. Fit Phil heißt der, glaube ich. Ach, Dienst, sagt er. Lüch, ab wann? Kuwapi, danke dir fürs Prime-Abo. Nicht gesehen. Nee, vor allem das Ding ist, heute ist Samstag, also heute wird sicher lustig. Süßes Haarreif. Oh yeah. Oh. Wird gerade der Stoffer von einem Naturalverband interviewt. Ich glaube, die kriegen bald auch einen Anruf, dass Paul nicht mehr nett hier ist und jetzt an. Ja, da habe ich halt ein paar Leute interviewt, ne, im Das Gym. Und fängt zu stoffen wie bei John, aber so heimlich. BNBF ist ja auch dann im Oktober irgendwann. ANBF Crew. Das ist der Kollege. Ist mein Arbeitskollege, ne? Ich kenne ihn, das ist der Andi. Der Andi und ich, wir sind halt immer auf der Suche nach den Fake-Netties, ne? Und entlarven die mit den Tests im Gym. Wir machen da immer, wir nehmen den Lügendetektor-Test, weil der Lügendetektor-Test, der ist richtig präzise, Freunde. Das wäre schon irgendwie witzig. Bin seit gestern im Aufbau, wie lange soll ich machen? Mach bis 15 Uhr. Danach Diät ab 16 Uhr. Mal schauen, was Paul dazu sagt. Was hältst du davon, wenn die mal einen Anruf kriegen von einer unbekannten Nummer? Wer soll die Nummer sein? Ich glaube, die haben bald auf jeden Fall rausgefunden, dass da so kleine Einstichstellen an deinem Popo sind. Achso. Ich werde ja regelmäßig getestet. Können Sie ja nachschauen. Schon ein bisschen lange her auf jeden Fall. Bin ich da? Stimmt, da ist das eigentlich auch Geld gemacht. Ja. Während was anderes geschrumpft ist. Meine Nase? Ich glaube mir, die ist zu groß. Immer noch. Ja, du weißt, was an der Nase sagt. Und in dem Fall trifft es nicht zu. An der Nase eines Mannes erkennt man sein. Wer haut's als erstes in den Chat? Wer? Der gewinnt. Der gewinnt. Der gewinnt ein. Gar nichts. Keiner. Johannes, richtig. Carrie, du hast gewonnen. Du hast. Carrie, liebe Grüße. Ich grüße dich hier live im Chat. Guck mal, wie die auf einmal alle schreiben, weil die denken, es gibt was zu gewinnen. Ihr Penner, Alter. Aber heute ist Mittwoch, wir machen gleich wieder ein schönes Gewinnspiel, Freunde. Heute, kommt,
Wir machen gleich ein Gewinnspiel, da haben wir gleich ganz viele Zuschauer. Du hast jetzt 5 Minuten Pause gemacht, kannst du den Satz machen? Ja, weil du gelabert hast. Jack 93, danke dir fürs Prime-Abo. Du kannst den Satz ja mal jetzt machen. Komm, auf geht's. Ich denke, es war einer weniger als im Folgesatz, also 7. Du liegst auf meinen Haaren. Ist es schon soweit? Ist soweit. Jeden Tag. Paul denkt sich bei ein paar Sachen, dass sie größer sind, als sie eigentlich sind. Und wenn ich dann auch nur so ein Stückchen von seinen Haaren entfernt liege, heißt es schon, Vorsicht, leg dich nicht hin, du machst meine Haare kaputt. Oh mein Gott. Also, solange du nicht an seinen Haaren liegst, ist alles gut. Ja. Das soll cool aussehen. Komm, easy, geht doch. Ich bin yes. Geht, ja, bin da. Jetzt 2 noch easy. Ja. Morgen 20 Uhr bis zu 40% Rabatt bei Oase, das ist korrekt. Und Restock könnt ihr euch gerne einkleiden. Also morgen ab 20 Uhr. Seid pünktlich, weil das wird bestimmt wieder ganz schnell ausverkauft sein. Onkel Mirek, guten Abend. Das ist doch nur fürs Video, dieses Rumgestöhne. Der ist recht. Ich wollte auf die andere Abduktion, aber Paul. Ich will Frauenarzt nachspielen heute. Wenn du was sagen willst, sag's mir ins Gesicht. Du bist kein Frauenarzt, auch wenn du dich so fühlst. Okay. Frechheit. Besser. Zu leicht. Ja, süßte. Kannst du nicht eine Zehner drauf machen? Extra Würstler, Alter. Ah. Let's go. Ist zu leicht. Noch eine Zehner drauf. Was ist eigentlich mit Pauls Restaurant? Das ist ungefähr dasselbe wie mit der Massephase von Camilla. Aua, Adduktoren sind echt so der. Die hört genau auf, wenn man Gas geben sollte. Ich habe meine Deadlifts vergessen. So, hat der Name an. Ist die rein? Oh nein. Folge durcheinander. Ich hasse das. Scheiß Training heute, oder? Ist so. Jetzt ist alles scheiße. Camilla wird echt langsam zum Psycholifter. Da können wir das jetzt machen. Das geht noch besser. So, Freunde, und an dieser Stelle beenden wir das Video. Falls ihr Bock auf Camillas Content habt, checkt auf jeden Fall ihren YouTube-Kanal aus. Camilla Nke. Dort gibt es schönen, romantischen Content. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear aktuell. Trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, Punkt.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.